SharePoint macht wieder unglaubliche Fortschritte. Microsoft hat angekündigt, die größten Neuerungen seit Bestehen oder mitunter seit Bestehen. Es wird ab Mitte, Ende des Jahres ein großes Feuerwerk gestartet. Neue Features, neue Sachen, neues Arbeiten, einfacher, intuitiver. Wir sind gespannt auf die reale Umsetzung, aber zuerst wollen wir euch das Ganze mal vorstellen. Freut euch auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir schauen gemeinsam auf die Änderungen, die da so in SharePoint kommen. Wir haben heute mitgebracht einmal die Einführung von Copilot, dann eine neue Startumgebung, SharePoint-Seiten gemeinsam mit Teammitgliedern erstellen, Inhalte, die einfach ansprechen, unser eigener Brand-Hub, den Bildeditor und noch ein paar andere Dinge. Seid gespannt, wir freuen uns wirklich drauf. Ja, zuallererst einmal natürlich auch hier die Einführung von Copilot oder Copilot. Macht natürlich auch bei SharePoint keinen Halt oder stoppt auch nicht vor SharePoint. Und wir sind schon mega gespannt, was dann tatsächlich in der reellen Version, in der echten Version übrig bleibt von allem, was das Marketing uns bisher versprochen hat und gezeigt hat. Ja. Rein, um nochmal zu verstehen, was der Copilot ist, was das bedeutet und so weiter. Auch dazu gibt es bereits eine Nubo Radio Folge, die könnt ihr euch in den Shownotes angucken oder über Google finden, Microsoft 365 Copilot, eine neue Ära heißt das Ganze. Mit Nubo Workers versehen findet ihr den Beitrag auf jeden Fall. Copilot ist die KI-basierte Arbeitswelt oder Arbeitsweise bei Microsoft 365, die uns dabei unterstützen soll, Texte, Tabellen, Präsentationen und Co. per Eingabe von natürlichen Sprachbefehlen zu kreieren, ohne dass wir stundenlang Dinge ausarbeiten müssen. Das klingt schon mal sehr, sehr gut in der Praxis, aber wie kann uns das Ganze in SharePoint helfen? Das Ziel könnte sein, das Zielbild, dass entsprechend Inhalte einfach über zum Beispiel, ich habe eine PowerPoint-Präsentation und sage, erstelle mir eine SharePoint-Seite hierzu oder ein Word-Dokument. Und Copilot übernimmt dann an der Stelle die Erstellung. Klingt sehr, sehr spannend und klingt auch so intuitiv. Wir sind neugierig, wie das dann in der realen Welt funktioniert. Schauen wir einfach mal, was Version 1 uns so mitbringt. Also lange müssen wir nicht mehr warten. Ja. Auch auf, worauf wir auch lange nicht oder nicht mehr so lange warten müssen, ist die neue Startumgebung. Das heißt, für den einen oder anderen, der nutzt vielleicht die Startseite von SharePoint überhaupt mal. Also ich muss ehrlich gestehen, ich rufe die praktisch nie auf. Und die ist relativ unübersichtlich, es wirkt immer ein bisschen durcheinander. Und ja, das möchte Microsoft jetzt in dem Kontext mal ändern und das Nutzererlebnis von uns allen ein bisschen intuitiver und ein bisschen schicker gestalten. Also neben der Copilot-Variante gibt es hier natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, die normale Website oder normale Websites zu erstellen. Das heißt, wir haben hier ein Create-Schaltfläche für eine neue Site. Wir haben einen Blog mit allen Dingen, die wir so bearbeitet haben zuletzt, also Pages in dem Falle. Wir haben Insights zu den Seiten, wo wir die entsprechend verbessern könnten, wie viel geklickt wurde und so weiter. Also richtig coole Auswertungsmöglichkeiten auch für uns, einfach mal zu sehen. Ich habe eine Informationsseite zu einem Thema XY erstellt. Wie oft wurde die dann angeklickt, ohne dass ich da hingehen muss und muss mir die manuell einmal aufrufen und anschauen. Sehr, sehr cool. Wir sind heute etwas schneller unterwegs, weil es einfach so viele Änderungen sind, dass wir gedacht haben, boah, wenn wir damit, müssen wir mal gucken, dass wir mit einer Viertelstunde hinkommen. Daher, hoffen wir, wenn der ein oder andere noch Fragen dazu haben sollte, schreibt uns einfach auf LinkedIn, Instagram, per E-Mail, über die Website, wie immer ihr das möchtet. Wir gehen gerne in den Austausch. Wir freuen uns auch, wenn ihr zu Besuch kommt zu uns ins Nubo Radio und gerne ein eigenes Thema auch zu vielleicht Microsoft, eurem Best Practice und Co. mitbringt. Was haben wir sonst noch? Lang ersehnt SharePoint-Seiten mit Teammitgliedern erstellen. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist eines der meiner absolut hottest Favorites. Warum? Weil es immer wieder Probleme gibt. Man ist gerade daran, eine Seite zu bearbeiten. Der Kollege
möchte aber jetzt genau in dem Moment drüber lesen und vielleicht den ersten Absatz korrigieren, funktioniert an dem Moment dann leider nicht. Ja, da haben wir jetzt gute Nachrichten für euch, wenn es euch da auch manchmal so geht. Wir können zukünftig gemeinsam an Pages arbeiten. Mega cool, wie wir finden. Das Ganze funktioniert dann natürlich mit zwei oder mehr Personen. Ist so ein bisschen von der Optik, kann man sich das vorstellen wie in Word eben, dass man auch sieht, wo entsprechend gerade gearbeitet wird und der Abschnitt ist dann vermutlich gesperrt. Sehen wir dann, wenn die reale Version da ist und wenn wir uns das Ganze mal angucken können. Einfach Inhalte gestalten, die ansprechend sind, die Aufmerksamkeit erregen, die Lust machen auf mehr zu lesen. Wer die alten SharePoint-Versionen kennt, 2.7, 10, 13, 16, der weiß, das war mit den Classic Sites oder mit dem klassischen Layout nicht immer ganz so einfach. Man musste viel basteln, viel hinzumachen, teilweise HTML benutzen. Das ist mit Modern schon deutlich einfacher geworden. Jetzt kommt da noch was obendrauf, und zwar das komplette Fluent 2 Design System von Microsoft. Und damit können wir die SharePoint-Seiten dann künftig noch einfacher, noch ansprechender gestalten. Also der Unterschied zu einer normalen Homepage wird immer kleiner. Heißt, wir haben zum Beispiel vollflächige Bilder über den kompletten Screen, wo wir in der Mitte einen Text platzieren können, wo wir ansprechendere Linkmöglichkeiten haben, wo wir die Navigation in die Mitte rutschen können. Wir haben ganz neue Möglichkeiten an der Stelle. Wie das dann alles konfigurativ aussieht, wie zum Beispiel auch ein Szenario aussieht, ist das eine Erweiterung oder ist das der aktuellen Seitenlayouts und das ist weiter unser Baukasten, der anwächst einfach. Ist das eine komplett neuer Page-Type? Das alles weiß man gerade noch nicht ganz so genau. Da müssen wir mal abwarten, was da dann tatsächlich kommt. Wo wir gerade beim Look and Feel sind, der ein oder andere hat bestimmt auch schon ein eigenes Designpaket hochgeladen, hat vielleicht einen eigenen Website-Logo oder das Logo der Firma als Website-Logo hinterlegt. Das Ganze ist ein bisschen mühselig. Das kann man in Zukunft einfacher machen. Und zwar mit dem Brand Hub. Und der Brand Hub bietet uns die Möglichkeit, ein Brand anzulegen mit Unternehmensfarbe, mit Logo, mit Bildern, mit Schriftarten, um unserer Homepage, unserem Intranet zum Beispiel, unserer Kommunikationsseite einfach ein einheitliches Gesicht zu geben mit allen Facetten unseres Unternehmens, die da so vorgegeben sind. Das Brand Center ist ja vereint dabei alle Unterlagen einfach an einem Ort und die ganzen Funktionalitäten an einem Ort. Also da bin ich auch wirklich neugierig drauf. Das ist echt eine Anforderung, die immer wieder kommt. Gerade das Thema Schriften. Bisher eher stiefmütterlich, nicht so richtig gut möglich in SharePoint Online. Ich weiß, der ein oder andere hat vermutlich eine App dafür. Ist aber immer wieder so heiß diskutiert, auch bei uns in der Kundschaft. Ich bin wirklich neugierig, wie es gelöst ist und wie zuverlässig es dann auch funktioniert, wie es mit Ladezeiten, Caching, Update-Themen aussieht. Es bleibt einfach sehr, sehr spannend. Gucken wir auf Inhalte. Also wir haben jetzt den Rahmen gesteckt, wir können den ganz super vorgeben, wir haben ein Layout, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten bei Bildeditoren und Videoseiten an der Stelle. Denn es wird ebenso einen neuen Bildeditor geben, mit dem wir Bilder bearbeiten können, um sie dann an die SharePoint-Seiten anzupassen. Das Ganze haben wir ja jetzt schon im Bildweb-Part. Also da haben wir ja schon bereits die Möglichkeit, ein Bild zuzuschneiden, auch eine Ratio mitzugeben, also ein Bildverhältnis, also 16:9 zum Beispiel, das Bild zu drehen, alles das ist schon möglich. Das kommt jetzt wohl auch in die normale Bildanzeige. Und auch für die Videos wird es neue Funktionalitäten geben. Genau, wir haben nämlich in Zukunft die Möglichkeit, komplette Videoseiten zu erstellen. Heißt, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja Stream oder wir haben es ja auch schon mitgeteilt, Stream ist ja als Plattform abgekündigt, als Dienst allerdings nicht. So, was war die Alternative bisher? Entweder wir haben manuell eine SharePoint-Seite aufgebaut, haben das Video im Datei- und Medienanzeige-Webpart da hinzugefügt oder aber wir haben das Listen-Template mit der Video-Playlist verwendet und haben das angezeigt. Das ist jetzt natürlich alles so semi-gut und optimal. Da wird es in Zukunft eine bessere Lösung geben, nämlich mit den Seitenlayouts für Videos speziell entwickelt, wo wir dann echt wieder eine sehr hübsche Oberfläche haben, wo wir ein Video
ein Preview-Foto haben, einen Titel, einen Redakteur, Klicks und Co. Also wie wir das so alles eigentlich gewohnt sind. Das heißt, wir können uns unser eigenes Videoportal an der Stelle wieder selbstständig aufbauen. Und natürlich in dem Kontext, was ja bei Stream immer sehr, sehr limitiert war, auch komplett das Layout bestimmen. Wir können Überschriften hinzufügen, wir können farbige Sektionen hinzufügen. Also schaut gerne mal auf der Homepage vorbei, www.nuboworkers.com. Da hat die Mathilde euch Fotos oder Bilder hinterlegt. Ja, wenn ich denen jetzt meine ganze Seite erstellt habe, mein Videoportal erstellt habe und ich möchte jetzt das Ganze kommunizieren, dann habe ich natürlich neben den üblichen Verdächtigen wie Viva Engage oder Yammer vorher, Teams, auch die Good Old E-Mail mit dabei. Und das heißt, wir können den Nachrichtenbeitrag wie auch bisher zum Beispiel dann einfach versenden. Da haben wir jetzt mittlerweile wirklich auch eine Preview mit drin. Das heißt, wir haben oben unser Firmenlogo, was damit reingepackt wird. Wir können das benennen, zum Beispiel als Monthly Newsletter oder monatlicher Newsletter. Wir kriegen das Titelbild mit. Wir haben die normale SharePoint-Anzeige mit Titel, mit Redakteur, mit Überschriften und Co. Also ist alles mit drin und mit dabei. Sieht richtig gut aus. Funktioniert ja auch heute schon in großen Teilen so oder so ähnlich. Coole Funktionalität auf jeden Fall, auch gerade für so einen News-Push oder für besondere News, die man mal rauspusht. Was haben wir sonst noch so mit im Gepäck? Künftig erstellt uns SharePoint auch auf Basis der Inhalte, an denen wir gerade arbeiten, zum Beispiel Vorschläge für Inhalte auf unseren SharePoint-Seiten, wenn wir das möchten. Oder aber, wenn wir diese angelegt haben, kommt das so ein bisschen in Richtung von den Designvorschlägen in PowerPoint, die da hinzugefügt werden, richtig cool, wird einfach das Layout dann festgelegt. Inwiefern das dann konform geht mit eurer Intranet Governance zum Beispiel oder euren Vorgaben, Vorlagen, die ihr festgelegt habt für Redakteure, bleibt jetzt mal abzuwarten. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Möglichkeit, Inspiration zu kriegen, wie man ein Thema ansprechend darstellen und auch dem Kunden oder dem Leser präsentieren kann an der Stelle. Ja, wann kommt jetzt das Ganze? Also wir haben viele, viele Neuerungen, die sich dieses Jahr noch erstrecken oder eingebaut werden. Da ist die nächsten Monate ist das neue Stream-Webpart mit dabei, Seitenteilen ist mit dabei, News in Outlook kommt, das erweiterte Bildbearbeiten soll auch die nächsten Monate schon Einzug halten. September, Oktober kommt dann wohl das Content-Panel für Co-Authoring, der neue SharePoint-Startbereich und die Videoseiten. Und ab dem Ende des Jahres können wir mit Copilot rechnen, auch mit den Design-Dingen, Design-Anpassungen, als auch mit dem Brand Center und auch der finalen Version des Co-Authorings. Wenn ihr genauso begeistert seid von den Änderungen, die da kommen mit SharePoint wie wir, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, über Teilen. Teilt den Inhalt gerne mit Freunden, Bekannten, Kollegen. Wir freuen uns immer über neue Hörer, wir freuen uns über eure Themen und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge, willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken!